der ersten Jahreshälfte von 2013 beantragten ca. 50.000 Menschen in Deutschland Asyl. Das sind mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum 2012. Seit letztem Jahr gibt es am Oranienplatz in Berlin ein Protestcamp von Flüchtlingen. Von Behörden wird es bislang geduldet. Anfang August 2013 wurde hier das Theaterstück Asylmonologe aufgeführt, welches sich auf künstlerische Art und Weise mit dem Thema Asylpolitik auseinandersetzt. Wir haben den Regisseur des Stücks getroffen. Ich bin Michael Ruf, ich bin der Gründer der Bühne für Menschenrechte und der Autor und Regisseur der Asylmonologe. Wir stehen hier in Berlin am Oranienplatz. Hier demonstrieren seit Oktober 2012 Geflüchtete für ihre Rechte und wir werden heute hier unser Theaterstück Die Asylmonologe darbieten. Es geht um Geschichten, die sonst ganz selten, ganz wenig erzählt werden. Es geht um die Geschichten von Asylsuchenden. Die Geschichten der Asylmonologe basieren auf wahren Begebenheiten. Schicksale, wie man sie auch auf dem Oranienplatz finden kann. Mein Name ist Turgay Ulu und ich komme aus der Türkei. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland und seit 1 Jahr bin ich in Berlin. I'm Napoli Paul from Sudan. I came last year 2012. I seek for asylum 15 of July last year. So I joined the protest August. Last year also, it was bus tour, then I joined bus tour until we met with those of foot march in Potsdam. So we came here, we reached here 6th of October. Die Gründe für ihre Flucht und die Geschichten, die die Bewohner des Protestcamps zu erzählen haben, sind vielfältig. You know, for us, how to come here first is very, very, very difficult because in my country, we have a problem. We have war. You can see Sudan and South Sudan, and now divided into two. It's all trouble. It's all war. It's all killing. It's all death. You know, it's all also against the activists, against the journalists, against the writers, because the government focusing on those who are really, you know, carrying human rights. Because they say, we are the activists who, you know, take the reports to the people that we have a problem here. How they know that we have a problem? Because the president also wanted in ICC, you know? So for me, I was activist in my country. So that's make me to come here. Auch Turgay Ulu hat mit seinen Texten und Aktionen das Missfallen seiner Regierung erregt. Türkiye'de politik nedenlerle gazeteci ve yazar olduğum için 15 sene hapiste kaldım. In der Türkei bin ich aus politischen Gründen und weil ich auch Schriftsteller und Journalist bin, in 15 Jahren im Gefängnis gewesen. Später hat Amnesty International eine Kampagne für mich gemacht. Und sie haben gesagt, dass ich zu Unrecht verurteilt worden bin. Und dann habe ich einen Hungerstreik von 60 Tagen gemacht. Nachdem ich dann draußen war, entlassen worden bin, hat mich das Gericht dann nochmal zu lebenslanger Haft verurteilt. Und dann bin ich nach Griechenland gegangen. In Griechenland wurde ich dann auch wieder festgenommen. Ich war 3 Monate lang im Gefängnis. Auch dort habe ich einen Hungerstreik gemacht. Ich wurde dann entlassen und daraufhin bin ich nach Deutschland gekommen. In Deutschland, so erfahren wir, hören die Probleme für die Geflüchteten jedoch bei weitem nicht auf. Im Gegenteil. Türkiye gibi ülkelerde, geri bırakılmış ülkelerde izolasyon çok kaba biçimde uygulanıyor. Mesela yüksek duvarlar var hapishanelerin etrafında. Also der Unterschied zu den zurückgelassenen Ländern ist, dass die zum Beispiel vielleicht gröbere Systeme haben, wie zum Beispiel höhere Mauern. Yani Avrupa'da ya da Almanya'da izolasyon sistemi daha inceltilmiş, estetize edilmiş yöntemlerle uygulanıyor. Der einzige Unterschied ist, dass zum Beispiel in Europa oder in Deutschland dieses System perfektioniert worden ist oder ästhetisiert worden ist. Ja, burada daha çok psikolojik yöntemler uygulanıyor. Hier werden zum Beispiel mehr psychologische Methoden angewandt. So from now, from fire to fire. Here when I came, I was like, okay, I will have my basic, you know, to start thinking,
to be who I am, to focus on myself, or how to do with the, you know, with my activism, you know, this is the point. So here it's also another problem, situation is so bad. Um an dieser Situation etwas zu ändern, wurde das Protestcamp am Oranienplatz initiiert. Es ist auch ein Protest, der sich über Deutschland hinaus versteht und grundsätzlich die Bedingungen von Flüchtlingen anprangert und für bessere Bedingungen wirbt. We are going to Berlin, the heart of Germany, and to stay there until our demands go, you know, until we get our demands. Devletten 3 talep öne sürdük devlete karşı. Rezidentlik kaldırılsın, mülteci kapları kapatılsın ve sınır dışı etmeler, abşubuklar durdurulsun. Also wir haben drei Forderungen an die Regierung und das ist zum einen das Aufheben der Residenzpflicht, das Aufheben von Lagern und das Stoppen von Abschiebungen. Obligation of residency, this is where they gave us only 40 kilometers to move. Like for example, if you are in Hannover, you cannot come to Berlin here. Now they call me illegal here. This is one. And then Lager should be abolished because Lager is, you know, supporting the suffering of the people. And we are there for 20 years, 15 years, 5 years, whatever, you know. And this place is just like prison for us. Children, women, men are there, you know, for all this. So we said the, you know, abolition of Lager should, you know, should take place. And also deportation, any form of deportation, because people are not coming here for fun, for whatever, you know, they are really suffering. So they need help. It's not, you know, in our interest to be here. Nobody wants to be here, but the situation led us to be like this. So we are still calling for these three demands to take place. Ich teile alle Forderungen der Flüchtlinge und in unserem Programm von Bündnis 90 Die Grünen finden sich auch alle Forderungen. Wir unterstützen die Forderungen voll, denn unser Prinzip heißt, wer drin ist, ist drin und der soll dann möglichst optimale Bedingungen von Anfang an haben, um für sich das zu finden, was die Menschen suchen, wenn sie zu uns nach Deutschland kommen. Das heißt, den Schutz, den sie in den Herkunftsländern nicht hatten, viele Kriegsregionen, viele schwierige Regionen und dann natürlich auch möglichst uneingeschränkte Menschen- und Bürgerrechte, menschenwürdiges Wohnen, Recht auf Arbeit und eben auch das Recht, sich frei in einem Land zu bewegen. Von vielen Berlinern bekommen die Protestierenden am Oranienplatz Zuspruch und Unterstützung. Auch der ehemalige Bezirksbürgermeister setzte sich für sie ein. Let's say the mayor, he's really fighting in his heart with his people, you know, like he's here all the time and if there is anything, he's always with us, you know. And then also apart from that, the people around, they are very friendly. They, in terms of food, always there with us, in terms of whatever the closest, what they can, you know, give us, they always there. Dass das Thema bei der Bevölkerung auf Interesse stößt, zeigt auch das Theaterstück Asylmonologe. Also wir denken, dass wir mit dem Medium Theater Menschen erreichen können, die sich sonst mit diesem Thema erstmal nicht beschäftigen würden, die also jetzt nicht zu einem klassischen Vortrag gehen würden oder die jetzt keinen wissenschaftlichen Artikel zu diesem Thema lesen würden. Wir denken, dass wir mit diesem Medium Theater auch auf einer emotionalen Ebene die Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen können. Dass wir also, indem wir menschliche Geschichten erzählen, Menschen informieren können über ein Thema, über das sonst sehr, sehr wenig gesprochen wird. Wir führen die Asylmonologe seit jetzt gut 2 Jahren auf. Wir konnten die Asylmonologe in etwa 80 Städten, ich glaube 150 Mal, aufführen. Besonders wichtig ist uns natürlich, wie die Menschen, die wir interviewt haben, wie die eben selbst diese Arbeit finden.
Und hier haben wir auch sehr positive Rückmeldungen bekommen. Wir möchten vor allem aber auch aktivieren mit dieser Arbeit. Also wir möchten, dass sich Leute lokal engagieren, sich in bestimmte Gruppen einbringen und aktiv werden. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, sich überhaupt damit zu befassen, also sich damit auseinanderzusetzen und auch möglichst an vielleicht einen genauen Blick zu bekommen dafür, wie Menschen hier klassiert werden, markiert werden, angeschaut werden, gesehen werden, identifiziert werden durch einen Blick und durch zugeschriebene Merkmale und danach dann auch sortiert wird, wo du sein darfst und wo nicht. Und das eben also hier in Europa, in der EU, dann für viele Leute bedeutet, ausgeschlossen zu sein. Dass über das Thema mehr gesprochen wird, ist existenziell für die Geflüchteten. Denn Asylpolitik ist vor allem auch ein gesellschaftliches Problem. Und was wir der Gesellschaft hier in Deutschland sagen, ist, dass es in Deutschland antidemokratische Gesetze gibt und dass sie auch dafür verantwortlich sind, für diese antidemokratischen Gesetze bzw. für dieses Demokratieproblem. Und wir als Friedrichshain-Kreuzberger sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene, die Abgeordneten unterstützen das Anliegen und werden es so lange dulden, weil wir, und da hat unsere Bürgermeisterin das sehr richtig ausgedrückt, das als ein Mahnmal sehen für verfehlte Flüchtlingspolitik. Und wir sehen darin die Chance, dass alle sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist die Frage, um welche Akteure es geht. Und es ist schon zu sehen, dass viele Menschen, die dann als Akteure in bestimmten Positionen auftreten, sich oft leider sehr gemäß diesen Positionen verhalten. Also als hier zum runden Tisch aufgerufen wurde und haben ja die meisten Politikerinnen irgendwie geantwortet, nein, es gibt für sie da nichts zu tun, kein Grund hier hinzukommen, weil dies ist die Gesetzeslage und die ist gut so, basta. Ich bin von Haus aus Juristin, deswegen sehe ich die Ursachen eben auch darin, dass wir eine schlechte Gesetzgebung haben. Die Gesetze konstruieren ja die Situation, als wenn Flüchtlinge weniger Rechte hätten als die einheimische Bevölkerung. Deswegen würde ich eigentlich, glaube ich, wäre es gut für alle, ob Flüchtlingsräte, ob eben diese Politikerin oder ein bisschen so einfach als Menschen, sich damit zu fragen, warum werden Menschen in diese Position gesetzt, welche Politik macht das? Von den antidemokratischen Gesetzen, welchen die Asylbewerber in Deutschland ausgesetzt sind, bekommen die meisten Deutschen wenig mit. Trotzdem kann man sich engagieren. Es muss sich auch in der Gesellschaft vielleicht eine Mehrheit organisieren, die Flüchtlinge ganz selbstverständlich als ihre Nachbarn sieht und nicht als Sondermenschen, die man in Sondereinrichtungen unterbringt. Es ist einfach eine Frage für alle, ungeachtet des eigenen Status oder der eigenen Herkunft, sich damit zu beschäftigen, welche Gesellschaft lebe ich und was hat hier Priorität. Ich denke, wenn das aufgehoben ist, wenn es uns gelingt, jeden Menschen, wenn er deutschen Boden betritt, als gleichwertigen Menschen zu behandeln und ihn mit gleichen Rechten auszustatten wie jeden anderen auch, dann sind wir einen Schritt weiter. Dann kann auch gar nicht das Gefühl entstehen, der ist weniger wert als ich, weil er dieselben Rechte vor dem Staat und vor dem Gesetz hat und dann auch der Staat ihn besser schützen kann. Ja, mücadele ediyorum ben buradaki İzolasyon sistemine karşı her gün mücadele etmekle geçiyor. Also ich kämpfe jeden Tag. Ich kämpfe jeden Tag gegen das Isolationssystem in Deutschland. Also mein Tag vergeht so, dass ich kämpfe. It is good to mention that to let people know that it will be also your fight. It's not only my fight, you know.